jetzt muss ich hier einfach nochmal Krieg führen gegen Ende meines Lebens. Das ist eine Katastrophe. Und habe jetzt auch noch eine unabhängige Fraktion, die sich... Ich habe halt einfach dadurch alleine gerade 2000 Mann verloren, dass mir das Gebiet abgenommen wurde, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Zumal ich ja parallel eine Unabhängigkeitsfraktion gegründet habe, die... Also eine Freiheitsfraktion. Also es ist einfach alles sehr, sehr skurril gerade. Eigentlich gehört dem Lehnsherrn ja alles. Land und Leute sind ja nur geliehen. Ja, aber ich brauche ja eine Funktion in-game, um mich gegen sowas wehren zu können. Auf natürliche Art und Weise. So. Das ist schon klar, aber dann muss ich die Möglichkeit, also dann müsste ich eine Meldung bekommen bei den quasi hier in den Fraktionsbereichen müsste ich eine Meldung bekommen, Achtung, das betrifft deine Hauptstadt. Und dann müsste ich in der Fraktion mich meinem Lehnsherrn mit anschließen können, weil ich ja mein Gebiet nicht aufgeben will. Und diese Funktion habe ich nicht. Und das ist das Problem daran. Ja, die haben meine Städte komplett übernommen. Also ich habe meine Städte, die ich ausgebaut habe, jetzt über 3 Generationen, hat er jetzt einfach geschenkt bekommen quasi. Das ist hart. Es ist ja nur passiert, weil der alte König mit den 3 Titeln gestorben ist. Nein, ist es nicht. Das ist was anderes, Bruno. Wenn du nicht weißt, worum es geht, dann kommentier es nicht. Will schon wieder jemand nicht konvertieren? Ich verstehe das immer nicht. Warum denn nicht? Du bist ja ein guter Ratsspitzel, aber du bist halt kein guter Christ. Ja, ich bin immer noch dem Tode nah. Ich weiß. Ich weiß. Ich glaube, oh, jetzt haben wir es sogar noch mal wegbekommen. Wir sind noch mal betrunken jagen gegangen. Das hilft offensichtlich. Ich weiß noch nicht genau, wie sowas hilft, aber es hilft. Nee, ich hab ihm nur für das eine Gebiet den Krieg erklärt. Mein Bischof ist gefallen und mein Neuer hat 2 Bildung. Und er heißt auch noch Pagan, also das englische Wort für Heide. Das geht ja gar nicht. Was hat der gemacht, dass ich ihn exkommunizieren lassen kann? Wenn ich ihn exkommunizieren lassen kann, wird er dann ist er nicht mehr mein Erzbischof, oder? Kannst ja kein exkommunizierter Erzbischof sein. Also immerhin habe ich jetzt einen Grund, König werden zu wollen, ne? Also jetzt bin ich ja wirklich erbost. Ich bin so erbost, dass tatsächlich sogar ich mich nochmal erholt habe von dem Tode nahe sein und ich jetzt in voller Wut Krieg führen werde. Ich werde mir jetzt einfach Galizien und Leon komplett einverleiben, weil das geht gar nicht. So, ich habe meinen Bischof eingekerkert, weil er offenbar ein Ketzer war. Jetzt habe ich einen neuen Emund 17 Bildung. Guter Typ. Dass der jetzt auch einfach das Kulturoberhaupt ist. Wer bist du überhaupt, Nuno? Wer zur Hölle bist du? Ich habe eine Schachpartie verloren. Das ist eine Frechheit, wirklich. Meine Tochter ist die Kaiserin Mutter von Franzien. Der führt so einen Krieg gegen mich. So, und jetzt haben mir die da auch noch den Krieg erklärt. Ja, das ist ja wundervoll.
Oh Gott, warte mal, ich habe gerade zu viele Pop-ups, es tut mir sehr leid. Die müssen wir verbrennen. Ich brauche hier, den muss ich in den Befreiungskrieg einladen. Der ist irrelevant dafür. Das kann ich vergessen, der kann mir hier nicht helfen. Und dann brauche ich Söldnertruppen. Weil meiner Hauptstadt auch meine ganzen Einheiten drin sind. Oh, ich werde die alle brennen lassen. Die werden alle brennen. Seh du, jetzt nimmst du dir auf der Zielgeraden kurz vor dem Tod nochmal ein Beispiel an meinem Charakter. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe halt jetzt da einfach zu viele Kriege gerade parallel. Das geht mir richtig auf den Sack. Aber meine eigenen Vasallen haben sich das gedacht und wollten jetzt auch ihre Freiheit. Und wir werden jetzt, also das ist jetzt einfach, das geht gar nicht, was hier gerade entsteht. Also ja, ich habe auch gerade... Katastrophe. Nehmen wir da Geld und Truppen und also, ich weiß auch nicht, was die glauben, was die sich da einbilden, wer die sind. Dass sie da glauben, dass die mir da alle den Krieg erklären können. Die werden sich noch wundern. So, und wer war da bei der Freiheitsfraktion? Da die schuldige Person? Aha. Gräfin Velask. Na, wenn du meinst. Deine Tochter ist aber ganz schön klein. Es gibt Gerüchte, dass mein Sohn einen Mord gegen mich plant. Das kann nicht sein. Aber ich weiß, wie es meinem Vater ergangen ist. Ich werde ein Leibwächter. Der Einzige, der als Leibwächter taugt, ist der Sohn, wo die Leute denken, er will mich umbringen. Der Einzige, den ich einstellen kann. Ja, es wird super, es wird sicher gut gehen. Komm, beschütz mich, mein Sohn. Aha, da oben. Die wollte also die Unabhängigkeit. Aha. Aha, und du willst da oben jetzt was belagern. Aha. Aha, aha. Aha. So, und jetzt hat mich der gleiche Dude, der mir mein Gebiet da abgenommen hat, hat mich jetzt in seinen Rat geholt. Spannend. Guter Typ. Ich habe mein Gebiet zurück, aber ich kann noch nicht wieder in mein Gebiet zurück umziehen, weil ich noch im Krieg bin. Nee, die Städte müssen nicht neu ausgebaut werden, aber ich muss da jetzt wieder. Aber ich habe auch eine Stufe verloren, ne? Ich war Festungsstufe 9 und jetzt hat es Festungsstufe 8. Oh. Wenn ich mich gerade nicht verschaut habe an der Stelle. Hör auf, wegzurennen. Hör auf, wegzurennen, du feiges Etwas. Bleib hier und kämpfe wie ein Mann. Oder stirb in den Hügellanden. Ach, du bist eine Frau. Ja gut. Stirb in den Hügellanden. Und was will man dann erwarten, ne?
Hat der galizische König jetzt ernsthaft Corona von dir abgenommen bekommen und sich dann die Grafschaft Tui aus deinem Herzogtum genommen bei seiner Kapitulation? Hat er sich Tui genommen? Ja. Ja. Er hat jetzt einfach eine andere Grafschaft von mir stattdessen bekommen bei der Kapitulation. Ja. Ja. Es ist absolutely stupid. Es ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass er nicht einfach fällt. So, weil er hat halt nichts anderes und jetzt hat er einfach ein anderes Gebiet von mir wieder. Also das ist halt... Obwohl er den Krieg verloren hat, hat er eine andere Grafschaft von mir jetzt geschenkt bekommen. Ey, das ist wirklich, also es tut mir echt leid, aber das ist echt eine schlechte Game-Mechanik. Was ist das? Was zur Hölle ist das für eine Game-Mechanik? Ach ja, wir schenken ihm deine Hauptstadt, dann verliert er den Krieg und dann schenken wir ihm, weil er sonst nichts mehr hätte, einfach eine andere Grafschaft randomly von dir, obwohl er den Krieg verloren hat und kapitulieren musste. The fuck? Ja, geil. Ey, nie wieder einen Lehnsherrn. Also... Das bringt ja nichts. Ich habe ja den Anspruch. So, es ist, darum geht es nicht. Ich kann jetzt auch keinen... Ich kann ihm auch nicht nochmal angreifen, weil ich jetzt einen Waffenstillstand habe. Oh, ich bin slightly tilted gerade. Ach du Scheiße. Das ist einfach nur stupid. Also das ist wirklich einfach nur stupid. Ich finde das ja sehr nett von ihr, dass sie einen König mit Grafschaften versorgt, schreibt bei mir Killers. Ich werde seine ganze Familie ausrotten. Ich dabei bin eine eifrige Frohnatur geworden. Katastrophal, ey. Dafür beschlafe ich jetzt seine Frau. What? Wenn er sich was nimmt, was mir gehört, nehme ich mir was, was ihm gehört. Da kann man nichts gegen sagen. Dankeschön, Sokaro, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe so viel Geld verloren dabei gerade. Ich habe so viel Geld verloren dabei gerade. Holy shit, Mann. Auge um Auge, Grafschaft um Gattin wird bei mir geschrieben. Mhm. Das finde ich gut. Ich habe lange nicht mehr gegen irgendwelche Muslime gekämpft. Hier ist ein 2-Jähriger. Das finde ich gut. Hä, warum wurde ich jetzt exkommuniziert? What? Was? Der Sohn Gottes wurde exkommuniziert? Ich werde sie alle niederbrennen. Bis nach Rom. Bis nach Rom. Und noch weiter. Oh mein Gott, was passiert?
ist alles ein ganz furchtbares Missverständnis. Auch, dass du gerade gesagt hast, du willst sie alle niederbrennen lassen. Hm? Auch ein Missverständnis. Ja, naja. Ich meine, müssen echt, Dinge getun werden, die getun werden müssen, ne, also. Das ist so geil, dass du angefangen hast mit einer Dynastie, die halt einfach so gläubig sein wollte, wie nur geht. Und in 3 Generationen oder 2 bist du exkommuniziert worden. Mhm. Es ist einfach nicht in dir, glaube ich, eine gute Christin zu sein, Pia, selbst wenn du es versuchst. Ey, das ist einfach... Es ist auch einfach frech. Ich glaube, es war wegen meinen Liebesbeziehungen. Ich glaube, eine von meinen Affären hat geplappert. Deswegen wurde ich, glaube ich, exkommuniziert. Aber ich weiß gar nicht, warum. Also ich weiß gar nicht, wofür. Weil ich ja eigentlich 600 bezahlt habe. Ach, weißt du, was wir machen? Dann erzähle ich der Welt jetzt einfach, dass der Papst eine Affäre hatte. Ja, jetzt ist ja, ne? Also warum nicht? Dann drehen wir den Spieß einfach um. Tja. Nee, das finde ich gut. Jetzt haben wir einen Papst, der unzüchtig ist. Ah, die Gräfin deines Lehnsherrn, die du umgarnen wolltest, hat das beim Papst gemeldet. Ah, I see. Deine Lüsternheit, Pia, sie wendet sich gegen dich. Dankeschön, Madara, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön, Dankeschön. Nee, das war eine andere, die das gemeldet hat. Eine mit 2 Zöpfen. Aber ich kann ihn... Kannst du den Papst exkommunizieren? Also könntest du theoretisch gesehen... Nee, ich glaube nicht. Er ist ja derjenige, der exkommuniziert. Ja, aber du könntest ja, oder? Also, es ist ja, ist ja widerrufbar, oder? Dankeschön, Celeste, für den schönen Witz. Dankeschön, Dankeschön. Das heißt, ah. Er kann, der würde nie gegen sich selber machen. So. Ich ziehe jetzt wieder in meine wunderschöne Hauptstadt. Da, wo ich hingehöre. Und jetzt kann ich erstmal wieder Jahre hiermit verbringen, alles wieder ruhig und besonnen machen zu lassen. Also das braucht jetzt alles wieder Ewigkeiten, bis sich hier alles entspannt. Natürlich. Es ist eine Katastrophe. Ich meine, der Papst gibt mir gerade bergeweise Gold. Ich finde den okay. Es ist tatsächlich, ich fände es cool, wenn diese ganze Papst... Diplomatie noch mehr Teil des Spiels wäre. Also es war ja im echten Mittelalter unglaublich wichtig. Da wurde ja richtig geschachert darum, wer den Papst stellt, wer den nächsten Papst stellt und so. Ich fände es eigentlich und gegen Papst und so. Und dann wurde der Papst mal entführt und nach Frankreich gekarrt. Das fände ich eigentlich cool, wenn man da mehr mitmachen könnte. Kommt vielleicht nochmal irgendwann, ne? Irgend so ein, also Religion könnte ja wirklich mal ein Thema eines DLCs sein. Auf jeden Fall. So. Dann nehme ich dir jetzt Gebiete ab, weil du mich hintergangen hast. Wenn ich sie verbanne, verliert sie... weiß ich gar nicht. Wenn sie verbannt, verliert sie dann ihre Sachen? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt eigentlich nicht mehr sicher. Abgesetzt. Sehr schön.
Adios. Damit hast du jetzt nichts mehr. Schade für dich. So. Wer war denn treu? Du warst treu. Weltklasse. So. Wie kriege ich meinen Lehnsherrn jetzt getötet? Oder werde ihn los? Also ich würde super gerne... Ich kann halt auch keine Unabhängigkeitsdingsterbumster machen, weil ich einen erzwungenen Waffenstillstand habe. Bis wann geht der denn? Dankeschön, Schwuggi. Vielen, vielen lieben Dank. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich weiß von eurer Beziehung mit Gräfin Berenguela. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich sage. Ich bin exkommuniziert. Ich habe vor gar keine Sachen mehr Angst. Und es ist deine Ehefrau, um die es da geht. Viel Glück. Das ist mir egal. Ob ich jetzt noch ein Ehebrecher bin oder nicht, macht keinen Unterschied mehr. Also... Das stimmt, jetzt ist auch egal. Man kann Bußfertigkeits-Dingsterbumsters machen. Dann, also man kann die Exkommunikation tatsächlich rückgängig machen. Ah, cool. Das wusste ich nicht. Auch ob die Gefahr hin ist, jetzt reinzureiben. Ich warte, sich noch nie exkommuniziert. Dankeschön, Fat Dad, für die 10 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön, das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich warte auch nur noch, dass hier die iberische Ringen wieder hier aufhört. Oh, ich habe eine Tochter bekommen, die begriffsstutzig ist. Es liegt in der Familie. Hey! Ach, da will mich jemand einkerkern. Ah, ich werde halt meinen Lehnsherrn nie loswerden, wenn der mir jetzt dauernd den Krieg erklärt, um mich einzukerkern. So. Geh mir doch nicht auf den Sack. Ich bin gestorben. Jetzt kann ich Krieg führen. Na, immerhin. Alter, was war das jetzt für eine Runde? Herzog Isaac von Galizien hat den Geist ausgehaucht im Alter von 64 Jahren. Er trank sich zu Tode. Er war bekannt als freizügige Person mit silberner Zunge und konnte jeden dazu verführen, sein Bett zu teilen. Herzog Samuel besteigt den Thron. Seine Schönheit spottet jede Beschreibung und fremdländische Würdenträger werden sich ihm zu Füßen werfen. Ja? Herzog Samuel. Dattlich. Und alle meine Probleme sind weg. Treuherzig, fleißig, ungeduldig, intrigant. Okay. Ja. Es hat sich alles ein bisschen verändert, jetzt wo unser Vater weg ist, ne? Aber ich habe zwei Söhne, alles ist wundervoll. So, das Erste, was wir machen, wir werden den Wunsch unseres Vaters erfüllen. Und werden eine Unabhängigkeitsfraktion erschaffen. Das ist das Erste, was wir machen werden. Ich dabei mache jetzt mal eine Pilgerreise. Es ist, ich würde echt gern hier Muslime schlachten, links und rechts. Aber diese dumme Kompromissphase... Ich muss jetzt mal was anderes Göttliches tun. Spielt Pia jetzt den Enkel Gottes, wird gefragt. Nee, den Sohn. Ach so, ja, den Enkel, ja. Jetzt, du warst vorher der Sohn Gottes, jetzt bin ich der Enkel. Ja, ja, genau. So wie das nun mal stattfindet. Genau.
Ey, das lief ja eigentlich alles gerade, also das war alles sehr brenzlig, finde ich, zum Schluss. Aber war dann letztendlich okay, eigentlich, ne? Ja. Obwohl es keine Möglichkeit, dies unanfechtbar zu beweisen, hat König Sancho der Golde von Aragorn Beweise vorgelegt, dass Berengaria nicht die Tochter jener Person ist, die man bisher für ihren Vater hielt. Mein Lehnsherr König Nuno, jemand anderer ist für diese Zeugung verantwortlich, mein Vater, Herzog Isaac. Ach, das war von dir? Ich habe einfach nur in irgendeinem anderen Königreich einen Bastard entdeckt, uns aufgedeckt und das war, dein Vater war ja überall! Was ist denn mit dem kaputt gewesen? Ja, Pia, also... Eine Auflösungsfraktion? Ah, das wäre dann gegen alle quasi. Ah, da, also dann wär, damit würden wir quasi alle komplett uns zersplittern dann. Das Reich des Lehnsherrn vernichten. Das klingt noch viel besser. Das ist eine gute Idee. Jawohl, danke schön. So ein komischer Bauer bettelt mich hier auf der Pilgerreise um Geld an. Jetzt habe ich schon einmal Nein gesagt, jetzt kommt der nochmal an. Guter Fürst, so habt doch Gnade. Meine Schwester ist krank und braucht unbedingt Medizin. Das ist mein Geld. Ich habe nur 800 Dukaten. Warum will der mir jetzt meine Titel aberkennen? Also mit welcher Begründung will mir der gerade meine Titel aberkennen? Wie? Also, hä? Ich habe ja nichts gemacht. Ich bin gerade erst Herrscher geworden. Warte, was ist das? Was ist das gerade für ein Stress, der hier entsteht? Geh aber mal kurz aufs Klo, während du dem Geheimnis auf die Spur kommst. Bin gleich wieder da. Das ist eine Schwierigkeit, ey. Also dieser König ist wirklich das Allerletzte. Der ist ja wirklich einfach ein Albtraum. Alles sehr stressig gerade. Ja, es ist wirklich alles sehr, sehr stressig gerade. Hallo Mighty. Das ist, was ist das für ein wilder Run einfach gerade? Mein Bischof mag mich auch nicht gerade. Ach, eine Katastrophe. Hallo Mighty. Ich kehre zurück.
Was Jawohl. Ist der Stand der Dinge? Ich bin bereit. Ich muss jetzt nochmal gegen meinen Lehnsherrn Krieg führen. Und wieder? Ja, weil der mir meine Titel aberkennen möchte. Frag mich nicht, wie das geht. Ich verstehe es nicht. Ja, schlimm. Aber ich habe meine Schwester. Also es war gut, dass mein Vater nochmal geheiratet hat. Ich habe nämlich meine kleine Halbschwester tatsächlich nach Northumbria verheiratet und habe jetzt ein Bündnis mit Herzogin Maud von Northumbria mit 8.400 Mann. Das ist nicht schlecht. Ich denke auch. Ich bin aber auch jetzt schon stärker als mein Lehnsherr. Also eigentlich brauche ich das Bündnis nicht. Aber ich habe einfach gesagt, ich sichere mir da einfach ein bisschen was ab. So. Weil das ist schon eher unangenehm. Ja, ich könnte jetzt rufen. Wäre ein Overkill. Würde ich jetzt nicht machen an der Stelle. Aber Nerven tut's. Also der wirklich, also König Nuno geht mir richtig auf den Senkel. Also es hat lange gebraucht, dass mir ein NPC das letzte Mal so auf die Nerven gegangen ist, wie König Nuno gerade. Nee, wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich lediglich gewonnen, dass er mir meine Titel nicht abgenommen hat. Und mit Pech löst er damit dann wieder meine Fraktion gegen ihn auf. Weil ich in was weiß ich was. Bist du gestorben? Ja, ich wurde schon wieder umgebracht. Als ich beim Folge, ich will pausieren, durch finstere Wälder reise, werden wir von einer Bande Schurken überfallen. Schon bald zeigt sich, dass ihnen mehr an unserem Ablegen als an unserem Gold liegt. Und obwohl meine Männer tapfer kämpfen, ist das Überraschungsmoment auf Seiten der Briganten. Ich laufe so schnell ich kann, bis ich mich in Sicherheit wähne. Dann höre ich über dem Kampflärm das helle Surren einer einzelnen Bogensehne. Ich hatte noch so viel, für das es sich zu leben gelohnt hätte. Dankeschön, White Fox, für die 3 Subs. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß. König Sancho, der Goldene von Aragon, ist verstorben im Alter von 42 Jahren. Die werden alle nicht alt bei mir. Nee. Ich habe vor allem gerade noch die... Weißt du, ich bin halt literally gerade, also gerade von der Pilgerreise zurückgekommen und wollte jetzt gerade noch... Also ich sterbe immer kurz bevor ich meine Glaubenspunkte für etwas ausgeben kann, was ich will. Gerade wollte ich nämlich noch einen Kriegerorden gründen, weil ich dachte, das ist für den religiösen Fanatiker doch ganz geil. König Sancho, der Rächer Gottes, besteigt den Thron. Da er weise und gebildet ist, versprechen wir uns von der Herrschaft große Fortschritte und Innovationen. Ich habe jetzt halt wieder an hier Sancho den Unerwünschten, den Neunjährigen, Sachen verloren, nämlich Saragossa, meine wertvollste Grafschaft. Das ist nicht gut. Aber nicht, also sonst nicht viel tatsächlich. 2 Grafschaften, ein Herzogtum, das geht sogar. Wer war es? War ich es selbst? Es ging ja das Gerücht, dass mein Sohn mich umbringen will. Vater. Mysteriöse Umstände. Können wir weiterdrücken? Passt's bei dir, oder? Warte, ich muss meinen Rat vielleicht besetzen. Okay. Noch schnell. Ich muss nämlich hier diesen Krieg... Ich bin voller Wut. Meine Wut muss irgendwo hin. Sonst würde ich gar nicht stressen, aber... Ich bin gerade ermordet worden und du bist voller Wut, oder was? Ich kämpfe gegen den, der versucht hat, das Vermächtnis meines Vaters zu zerstören. Gegen Nunu. Nee, Nuno heißt er. Ich muss seine ganze Familie auslöschen und das wird eine Herausforderung, weil er hat 7 Kinder. Okay, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, wie der Hase läuft. So, Lebenswandel. Ja, bisschen Bildung halt, ne? Und... Er ist jetzt gar nicht religiös geworden, obwohl der Vater das wollte. Jetzt können wir weitermachen. Geil. Habe ich jetzt meinen eigenen Vater umgebracht oder nicht? Das ist halt jetzt schon relevant fürs Rollenspiel auch. Wer bin ich jetzt?
Wer bin ich? Ich hab auch schon Ruhmstufe entehrt, obwohl ich 1000 Prestige habe. Ich rufe die jetzt einfach zu mir in den Krieg. Ich glaube wirklich, dass der seinen Vater umgebracht hat. Ich rufe die zu mir in den Krieg und gejagen. Entschuldigung. Ich habe nur Rasikman umgebracht. Rasikman? Ja, irgend so ein Typ. Also mein Typ, mein eigener Vater steht nicht in meiner Opferliste. Dann will ich jetzt aber dann doch... Ich spüre jetzt mal Geheimnisse an meinem eigenen Hof auf. Ich will jetzt wissen, wer das war. Aber erzähl mir mal was über deinen Charakter. Wer ist das? Mein Charakter wird jetzt erstmal alles... Also die Aufgabe meines Charakters ist erstmal, sich an König Nunu für die ganze Schande hier zu rächen. Und das zu schaffen, was der Vater nicht geschafft hat, nämlich König werden. Er ist ja auch fleißig und ungeduldig. Ja, er ist fleißig und ungeduldig. Er hat überhaupt keine Geduld. Er hat deswegen auch gerade, also er würde die Schlacht auch so gewinnen, hat aber seine Verbündete trotzdem gerade in den Krieg gerufen, weil es ihm zu langsam geht. Also da ist gerade unfassbar viel Hass und Wut. Er ist ja auch treuherzig, vielleicht vertraut er seinen Verbündeten halt sehr. Ja, das ist leider ein Problem. Aber wir haben auch, also wir gehen quasi in unserem Entwicklungsstrang, sind wir jetzt das erste Mal, dass wir nicht religiöse Eiferer sind, ne, in diesem Run. Und wir gehen auf Schwerpunkt auf Majestät. Wir werden würdevoll sein und unserer Familie viel Ruhm und Prestige ermöglichen. Meiner ist halt ein bisschen, meiner ist rollenspielmäßig ein bisschen komisch. Er ist tapfer, zornig, eigenwillig, aber hat eine Gelehrtenausbildung gehabt. Aus irgendwo hat er auch 24 Kampfgeschick, wobei das kommt hauptsächlich auch durch andere Sachen, durch Items und sowas. Also er ist halt, er liest schon gerne, aber haut dann schon auch sehr wütend auf den Tisch, wenn ihm irgendwas blöd kommt. Ich muss jetzt wissen, wer meinen Vater umgebracht hat. Das treibt mich vielleicht an die Bücher. Ich will dieses Mysterium. Ich bin so ein True Crime. Also ich will jetzt. Ich lerne jetzt gar nicht über Religion. Es treibt mich die Frage um, wer hat meinen Vater ermordet? Ich verstehe es, honestly. Und war es ein Muslim vor allem? Vor allem auch ein bisschen vielleicht die Schuld. Weil ich war ja der Leibwächter meines Vaters. Oh. Jetzt wird's unangenehm. Und ich bin gerade sehr zornig. Ich hätte mich tapfer dem Angreifer gestellt. Aber ich war halt irgendwie, hat's nicht geklappt. Und jetzt bin ich sehr zornig und will rausfinden, wer das war. Gut ist, ich habe auch wie du meine Länder so ausgebaut. Ich habe jetzt zwar Länder verloren durch die Erbteilung, aber nichts Wildes quasi. Genau, also ich hab verdient deutlich weniger als vorher, aber immer noch viel. Deswegen. Ja, bei mir ist das Problem in erster Linie, dass die Sachen halt jetzt dadurch, dass dauernd irgendwo irgendwie was eingenommen wird, habe ich halt Unruhen so. Das ist halt. Ultra nervig. Ultra, ultra nervig. Es ist meine Pflicht, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass unanfechtbare Beweise dafür vorliegen, dass eure Ehe mit Herzogin Amelie ein Bund zwischen Blutsverwandten ist. Dieses Wissen bleibt unter uns, sofern ihr diese unheilige Ehe auf der Stelle beendet. Du kannst nicht aus deiner Haut, oder? Ach, ist das schwierig. Die hat mir zwei wundervolle Söhne geboren und jetzt... Das war tatsächlich gar keine Verwandte von mir. Also das war ein Komplott quasi von der KI.
Also ich vermute das, weil ich habe extra darauf geachtet, dass die nicht verwandt sind. So. Das ist dieser random Fact, der aufploppen kann. Schwierig. Schwierig, das ist richtig schwierig. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit gerade zu heiraten, also... Hä? Und so diskutierte Herzog mit dem Rat über beste Durchschmiede um Reich, während der Ratsverwalter fortfuhr. Ich blickte erschrocken von meinem Buch in die gordelische Sprache auf, um Maleskira zu bemerken, die sich sichtlich errötet über mich beugt. Oh, ist das etwa Gordelisches, was ihr da sprecht, fragt sie. Wisst ihr, Gordelisch ist die Sprache der Liebe. Und wenn ich mich nicht verhört habe, habt ihr mich gerade Perle genannt, ihr Löwe. Nein, 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 halt, stopp! Ich will nicht mit meiner 55-jährigen Hofärztin schlafen. Was passiert hier? Schwierig. Ganz, frustriert. Ganz schwierig. Bitte? Meine Ehegattin hat Ansprüche auf Königreich von Kastilien, Navarra und Galizien. Aber ich kann den Krieg nicht erklären. Aber ich sie dann zur Königin machen würde und dann wäre sie unabhängig, oder? Nee, sie wäre nicht unabhängig, wenn sie deine Königin ist. Also du kannst eine andere Königin heiraten, das ist egal. Ja, stimmt. Oder weil sie eine Frau ist, zählen dann die Ansprüche nicht? Weil sie hat halt einen Anspruch auf ganz Kastilien. Ah, weil sie eine Frau ist, natürlich. Natürlich. Okay, jetzt lebt dieser Schurke immer noch. Ach, jetzt habe ich wieder einen neuen Lehnsherrn. Oh mein Gott! Es reicht! So, und jetzt haben wir schon wieder Krieg. Das ist jetzt das dritte Mal am Stück, dass ich die gleiche Hauptstadt angreife von unter drei unterschiedlichen Lehnsherren. Und eigentlich wären das alles, oder ist das eigentlich, ist das immer noch meine Stadt, um die es geht, die dem geschenkt wurde. Also ich greife zum dritten Mal hintereinander die gleiche popelige Grafschaft an für meine Kack-Unabhängigkeit. Das ist ein bisschen lächerlich. Das ist extrem lächerlich und nervig. Wie oft soll ich das denn jetzt noch machen? Ich brauche eine neue, schöne Frau, die mich ablenkt. Von diesem Stress. Ist das vererbt worden? Dass du so ein richtiger Lüstling weiterhin bist? Was heißt ein richtiger Lüstling? Ich bin nicht verheiratet. Ich musste mich ja scheiden lassen. Es ist ja nur gut, dass ich auch noch heiraten möchte. Ist ja wichtig für den Fortbestand der Dynastie. Warum sind das eigentlich alles Bastarde, diese Kinder? Ach, meine Mutter ist gestorben. Halt, die verliert gerade. Oh, Mist. Das wollte ich gar nicht. Ah, schade. Ist sie gleich gar nicht mehr. Ich hab... Oh, ja. Ach nein, warum? Aha, ich dachte jetzt, ich kann jetzt wieder... Mir wird schon wieder... Was ist eigentlich mit deiner komischen Kaiserin Mutter Elvira? Sie ist jetzt wieder bei mir. Sie ist orthodox mittlerweile. Ja, genau. Sie ist gerade bei mir wieder zu Besuch. Ich wollte sie jetzt mit meinem 6-jährigen Sohn verheiraten. Und... Warum? Einfach aus Gag. Aber ich hab nicht... Ich dachte, das wird von der KI entschieden. Deswegen... Nee, die ist bei mir auf dem Hof.
Ja, schade, das wäre dann lustig gewesen. Aber ich krieg die auch nicht dazu, dass sie, ich krieg die auch nicht dazu, dass sie wieder katholisch wird. Das ist ein bisschen, die ist orthodox, die Ketzerin. Ah nee, die hat das sogar geschafft. Okay, ich habe jetzt meinen Erben mit der Königin von England verheiratet. Auch nicht schlecht. Dachte, die wird gleich abgesetzt und ich hätte es übersehen, aber die ist eigentlich ganz gut dabei. Die muss sich nur gerade von diesem einen Krieg mal wieder erholen. Ach krass, das schaut gut aus. Ja. Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass ich König Nuno jetzt im Gefängnis habe. Fürwahr, fürwahr. So. Was wird ihm wohl geschehen, Pia? Es ist ihm nichts geschehen. In deinem Gefängnis. Ich habe einfach mich abgesetzt von ihm. Und er hat leider Tui immer noch, aber Tui werde ich mir auch noch wieder zurückholen. Dankeschön, Chris, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Oh. Das fühlt sich so gut an. Ach, ich habe sein Kind noch im Gefängnis. So. Die andere Frage, die sich mir stellt, ist, warum mache ich überhaupt keinen Gewinn gerade? So, navarischer Konflikt gegen Königreich von Galizien. Was genau, warum muss ich jetzt den Krieg von meinem Lehnsherrn weiterführen, obwohl es das Königreich, obwohl ich nicht mal mehr... Hä? Es gibt das Königreich von Galizien. Warum führe ich den Krieg für das Königreich von Galizien, obwohl ich nicht im Königreich von Galizien bin? Das kann ich dir auch nicht sagen. Wie geht das? Warum habe ich das übernommen? Hä? 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 Ich derweil habe einen muslimischen Aufstand. Ah, weil es wieder um meine Hauptstadt geht. Das ist ja großartig. Wisst ihr was? Ich werde euch alle töten. Ja, du Monster. Ich will einfach nur die Stadt behalten, die ich ausgebaut habe. Das ist meine Stadt. Meins. Diese grässlichen Geier sollen sich verziehen aus meiner Stadt. Ich habe derweil einen muslimischen Aufstand. Ich weiß gar nicht warum, nur weil meine Familie die Muslime seit 3 Generationen aufs Brutalste mit dem Schwert unterdrückt. Lehnen die sich jetzt auf? Komisch. Gräfin Tiburge macht mir den Hof. Reizbar, gefühllos, zornig, paranoid. Nee, ich glaube nicht. Ist das alles stressig. Noch keine Frau an deiner Seite, keine mehr tatsächlich. Oh, ewig. Erobern wir lieber mal schnell diese hier. Elvira deutet meine Freundin in letzter Zeit als Zeichen und kam zu mir, um über einen meiner Gefangenen zu sprechen. Die möchte, dass Anno freigelassen wird. Ja, das ist okay. Der ist actually sogar, wäre der sogar ein guter Arzt. Eigentlich. Oh. So. Dankeschön, Topol, für die 5 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön.
Ich habe auch nicht rausgefunden, wer meinen Vater umgebracht hat, tatsächlich. Es wurden keine Geheimnisse am Hofe. Alter, warum sind jetzt 8000? Auf einmal, gerade waren es noch 6000. Okay, spannend. Schaffen wir das? Das sind halt alles nur billige Bauern ohne einen guten Anführer. Das sollten wir trotzdem hinkriegen, oder? Ja. Ja, hauen sie runter. Wird knapp, aber wir besiegen sie. Diese aufständischen Erzhalunken. Danke nochmal wegen den Subs, dankeschön. Ich habe eine neue Frau. Wie jung ist sie? 25. Ach, das geht ja. Herzogin Praxida von Galizien. Ja. Oh, es wurde Zeit, eine neue Frau an meiner Seite zu bekommen. Sie hat auch einen doofen Hut, den kann man ihr abnehmen. Wollen ja überall Aufständische bei mir kommen, das gibt's doch nicht. Aber gut, wir haben viel Geld, notfalls holen wir noch Söldner dazu. Waldensisch. Ach, die müssen wir auch noch, genau. Die muss auch noch katholisch werden. Das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja nicht mehr religiöse Eiferer, deswegen ist das für uns nicht so stressig. Minus 500 Prestige, warum? Weil ich meinem Lehnsherrn die Hölle heiß gemacht habe.